So, da sind wir wieder. Ich gehe erstmal auf... Oh, nein, stopp. Ich werde erst speichern. Ja. Bei der Gelegenheit gleich meinen Speicherstand einrichten. Genau, also meinen Schnellspeicherstand wieder. Und jetzt, wenn ich auf die Weltkarte gehe, ob ich mal dieser Farm... Oh, das ist nicht die Weltkarte. Stimmt, das war ja auch grün. Ob ich dieser Farm nähern... Hier ist die Weltkarte. Hallo? Könnten meine Leute bitte... Dankeschön. Aber da links auch schon eine Weltkarte? Nee, haben wir nicht. Na gut. Hallo. Dankeschön. Ja. Genau, genau. Weiter runter, weiter runter. General Store. Vielleicht kann ich da kurz ein bisschen Münzen nochmal bekommen. Ja. Ich habe noch nicht mehr über die Farm erfahren, aber ich würde gerne was tauschen. Du hast Sprengstoff, genau. Für, was kostet Nummer 1? 1230. Das ist ziemlich viel, aber ich brauche es leider. Was kriege ich denn für den ganzen Kram, wenn ich das mal fragen darf? Das kostet eigentlich so ein Heftchen. Oh, schön. Wir haben hier 5 Messer, die könntest du eigentlich alle haben. 380 ist nicht viel, aber das andere Kampfmesser könnte ich eigentlich weggeben, fällt mir gerade so auf. Aber der trifft ja eh nie. Wir haben, glaube ich, noch eine zusätzliche Schaufel, die ich nicht unbedingt brauche. Ich kann 395 momentan locker machen. Okay, ich könnte mir mit Ach und Krach, glaube ich, dieses Sprengstoff-Ding leisten. Möchte ich aber ehrlich gesagt gerade nicht. Ne, ich möchte gerne alle bitte wieder drüben haben. Okay, dann lass uns reden. Und ich weiß tatsächlich noch nicht mehr. Vielen Dank. Okay. So, weil das nächste, was ich eigentlich kaufen möchte ist eigentlich, speichern, eine bessere Waffe. Für das gleiche Geld wahrscheinlich. Nachgeladen, ja. Damit ich... Die Geisterfarm ist dort, genau. Damit ich diese Hundequest vielleicht mal ausführen kann. Und mit der Hundequest kriege ich vielleicht genug Geld zusammen, damit ich... Ja? Na! Okay, vielleicht warten wir noch ein bisschen zum Tag, damit wir ein bisschen mehr sehen können. Oder sehen wir jetzt schon irgendwas? Nee. Mit der Altersschwelle, das ist aber echt nicht schön. Ganz viele Dorfbewohner. Ich sehe einen Pfahl. Diese Leichen sehen ziemlich künstlich aus. Es sind bloß Puppen, die mit Bramingedärmen behängt sind. Ach, okay. Ich würde aber trotzdem ganz gerne bis zum Morgen warten. Da kann ich mich ein bisschen mehr sehen. Genau. Und ihr vielleicht auch. Sulik, hör auf mich so anzusehen. Sulik sollte vielleicht mal andere Dinge lieber ansehen. Okay, die Dinger sind also nicht echt. Die sollen uns also von irgendwas fernhalten. Nähern wir uns einfach mal vorsichtig. Ja, okay. Da sind die Kühe. Hier führt das Zeug hin. Da sind Brami und da sind einige Dinge, die in der Hütte, in dem Stall rumliegen. Das sind recht viele Brami, wenn ich das mal sagen darf. Kann ich hier rein? Ja. Guten Tag. Ich sehe Olm. Okay, keine Ahnung, wer Olm ist oder was Olm ist. Ich nehme aber erstmal das Seil. Okay. Und fall hier runter. Hier sind diverse Schaufeln. Was seid ihr denn bitte? Eine Wache der Schlacken. Was zur Hölle? Was geht denn hier bitte ab? Wurden wir gerade gefangen genommen? Also ich erstmal nehme ich mal alle Schaufeln mit. Schaufeln ist immer eine feine Sache. Wenn ich sie denn zu fassen kriege, da kann man nicht gut verkaufen. Mit den ganzen Schaufeln könnte ich nämlich, Moment, ja, mein Traum von dem Sprengstoff oder etwas mehr, gib mir auch diese Schaufel bitte. Na komm, gib sie mir. Etwas näher kommen. Okay, diese Schaufel kriege ich gar nicht zu fassen. Doch, kriege ich. Eine Waffe zum Beispiel. Ich habe meine Tragefähigkeit erreicht. Okay. Gut. Hallo, wer seid ihr denn bitte? Erstmal anschauen. Sie sieht unverletzt aus. Okay. Sie scheint irgendeine Sorte von Wachmann zu sein. Guten Tag. Wir sind beauftragt worden, alle Oberflächler zu Vigier zu bringen. Es wird dir nichts geschehen. Bitte folge uns. Ja, dann möchte ich doch ein paar Fragen stellen. Vigier oder doch Vigier wird ja alle Fragen beantworten. Bitte folge uns. Ich nenne ihn einfach mal Vigier. Okay, ich werde euch friedlich folgen.
Das ist einfach zu viele Wachen. Ich kann jetzt nicht großartig noch was. Einen Aufstand machen. Ein Besucher, wie günstig. Ich habe mir überlegt, wie wir Kontakt zu den Oberflächern aufnehmen können. Aber da du genau zur rechten Zeit hier aufgetaucht bist, brauche ich mir darüber jetzt nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Willkommen in der Heimat der Schlacken. Und was hast du mit mir vor? Tschüss. Was hast du mit mir vor? Nur eine einfache Bitte. Wir müssen Kontakt mit einer Stadt im Südwesten aufnehmen. Modok heißt sie, glaube ich. Würdest du uns diesen Gefallen tun? Ja, das kriegen wir doch hin. Ich wusste, dass du uns verstehen würdest. Hier ist ein Brief mit unserem Angebot. Bitte bring ihn nach Modok und gib ihn dem dortigen Herrscher. Ich werde die Protektoren anweisen, auf deine Rückkehr zu warten. Mein Volk steht in deiner Schuld. Kann ich trotzdem noch hier gucken, was... Ich speichere ganz einfach mal. Ganz ehrlich, denn ich bin ja hier runtergefallen und möchte auch nicht, dass ich jetzt irgendwie künstlich... Ich möchte auch nicht künstlich versuchen, jetzt hier das wieder umzudrehen. Aber ich würde ganz gerne mal gucken, was hier... so abgeht, so viele Informationen sammeln wie möglich, denn das fasziniert den Tobias doch schon, diese unterirdische Zivilisation. Was ist denn in diesem Kühlschrank? Wir haben, siehst du, irgendeine kleine staubige Schachtel, die hätte ich gerne. Dann haben wir doch diverses Essen. Ich nehme erstmal natürlich alles. Und mir fällt auch gerade auf, dass ich... Ne, komm, den ganzen Kram, den gucke ich mir erstmal jetzt an, die Schachtel. Fertiggericht, es sieht nicht so aus, als wäre es essbar. Du bist auch nicht sicher, ob es das je war. Okay. Ist noch irgendwas hier? Die Öfen kann ich nichts machen. Kann ich mit irgendjemand von euch sprechen? Eine Wache der Schlacken. Ich sehe einen Olm. Wie sieht es über der Erde aus? Ah ja, okay. Hier geht es offenbar nach oben wieder. Kann ich wieder... Ja, aber ich fehlt ein bisschen Sonnenlicht. Kann das sein? Früher einmal lebten wir über der Erde. Okay, da ist noch eine weitere Schaufel. Die hätte ich auch ganz gerne. Ich kann auch mal Sulik so lange ein paar Schaufeln geben. Hallo Sulik. Lass du wollen. Komm, tausche mal ein paar Schaufeln. Ehrlich gesagt, brauche ich nämlich nicht unbedingt. Warte mal, Schaufel habe ich doch Gras eingesammelt, deswegen müssten sie eigentlich relativ weit oben sein. Sind sie aber nicht. Toll! Ach nee, wahrscheinlich. Ach, weil sie gesteckt wurden mit dem anderen. Ja, okay. Ich hatte nämlich schon eine Schaufel, deswegen wurden sie einfach auf die anderen Schaufeln draufgelegt. Deswegen, okay. Ich gebe dir einfach mal 4 Schaufeln. Mit einem Gewicht von 40 Pfund insgesamt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, hier tauschen. Wunderbar, dann lass uns sprechen. Und ich nehme gleich die nächste Schaufel auf. Da. Ich klaue den Olmen all ihre Schaufeln. Lustig. Was ist das denn hier? Das sind Pilze? Ja gut, das passt ganz gut. Was ist das denn hier? Oh, Kram. Aber Kram interessiert Tobias, weil es technischer Kram ist. Ob man aber nichts anfangen kann, scheinbar. Können wir versuchen, uns irgendwie zu analysieren mit Wissenschaft? Lerne nichts oder zu reparieren mit. Das kann ich nicht reparieren, okay. Aha. Was ist hier? Regale. Es sind einige ausgesprochen leere Metallregale. Okay, vielleicht wollen die so eine Art Symbiose eingehen, dass sie irgendwie Essen bekommen und dafür kriegen die von den Olmen hier irgendwas anderes. Mag vielleicht sein. Wer seid ihr? Seid alles Olme? Hallo, Oberflächler. Interessante Stadt, wenn ich es mal sagen darf. Die ich natürlich versuche, möglichst erstmal auszunehmen, bevor ich hier weitergehe. Bevor ich mich wieder die Oberfläche begehe, wenn ich schon mal hier unten bin. Was haben wir denn da? Wir haben einen Knüppel, wir haben ein Heilpulver, wir haben ein verschwommenes Bild. Das Bild würde ich mir gerne mal genauer anschauen. Bild eines Sängers, ist offensichtlich sehr alt. Das Bild hat einen Filzüberzug, der noch in gutem Zustand ist. Es wiegt 12 Pfund. Okay. Vielleicht kann man damit irgendwann später mal was anfangen. Wir haben jede Menge Munition. Oh yeah. Das ist geil. Da Munition auch ziemlich teuer ist, könnte ich mir eventuell davon eine andere Waffe noch kaufen. Spricht die mal eigentlich mit mir? Nein, außer Hallo Oberflächler. Ich hatte die ganze Zeit übrigens die Umschalttaste gedrückt, dass ich irgendwas Großartiges übersehe. Ich sehe eine Wache der Schlacken. Uns obliegt der Schutz unseres Volkes. Okay, ihr sagt ansonsten wahrscheinlich nicht so viel. Hier sind einige... Ah, Maulwurfsratten, die ihr züchtet. Ihr züchtet Maulwurfsratten, die anderen züchten Brahmin. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Da kommt wahrscheinlich auch die Farm. Die haben es einfach von unten gebaut. Und hier ist irgendjemand schwer bewacht. Hier kann man woanders hin, in einen anderen Bereich. Oh, 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 oh. Das interessiert mich jetzt doch mal. Erstmal die Tür öffnen und rausfinden, wer ihr eigentlich seid. Oder den Vorhang öffnen. Ich sehe eine Wache der Schlacken, die nicht mit uns spricht. Ich traue vielleicht ja nicht. Und wir sehen eine weitere Wache der Schlacken.
Okay, ihr wollt wahrscheinlich zu zweit alleine sein hier, deswegen werde ich euch nicht so lange stören. Ich gehe mal kurz ins Zimmer auf und ab und das war's auch schon wieder. Gehen wir mal kurz in den nächsten Bereich. Was geht denn hier ab, bitte? Unterirdischer See. Ah, deswegen bleibt das Wasser vielleicht weg. Ich verstehe, wir haben eine Wasserpumpe hier. Ich kann da nicht hin. Ein großer Tank zur Aufnahme einer Flüssigkeit. In diesem Fall glaubst du, es ist wohl für Wasser bestimmt. Das mag vielleicht sein. Ich möchte ganz gerne mal gucken, ob ich das Teil reparieren kann, wenn das Ding kaputt ist. Oder irgendwie manipulieren kann. Denn mit meiner Zange müsste ich einen ziemlich hohen Wert haben. Ich kann da nicht hinkommen. Ganz ehrlich, geh halt näher ran. Ich kann da nicht... Geh halt näher ran. Okay. Ich kann da nicht hin. Wieso kann ich da nicht hin? Okay. Warte mal. Und wir stehen ja schon direkt davor. Eigentlich müssen wir doch da rankommen. Ja, dann geh halt dahin. Das ist ein bisschen Déjà-vu aus dem ersten Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin. Brauchst du ein Seil, um da hochzukommen? Das wäre natürlich interessant. Warte mal, das kriegen wir, ja raus. Ja, sei es, dass du so ein Seil rumschlingen musst, damit du überhaupt erst dahin kommst. Nee, das ist offenbar nicht. In dem Fall, ja, komm. Können wir eigentlich als Zweitausrüstung behalten. Wir haben hier also einen Wassertank, der wahrscheinlich das Grundwasser abzapft, weswegen auch der Brunnen leer sein dürfte. Ich verstehe. Und eine Frage, habe ich eigentlich die Nachricht? Ja, habe ich. Nachricht vom Anführer der Schlacken an die Bewohner der Stadt Modurg. Es wiegt 1 Pfund. Das ist wirklich dickes, schweres Papier. Das ist nicht einfach so 80 Gramm Papier, das ist eher so 250 Gramm Papier. Okay, dann, warte mal, eins habe ich noch. Da oben ist nämlich noch eine Schaufel, die ich noch ganz gerne mitnehmen möchte. So gierig möchte ich sein. Okay. Mich würde mal interessieren, wie viele Spieler da einfach so tatsächlich auch genauso reingefallen sind wie ich. In dieses Loch. Als sie versucht haben, irgendwie den Kram zu plündern, der da lag. Na komm jetzt. Gib mir die Schaufel. Ja, gib mir die Schaufel. Jetzt. Sehr, sehr schön. Okay. Punkt Nummer 1. Ich überlege gerade, wo konnte ich eigentlich eine Waffe kaufen? Ich glaube, eine Waffe konnte ich kaufen, entweder in Den noch, oder war das noch in Klamath? Ich weiß es gar nicht. Irgendeiner davon hatte auf jeden Fall eine Pistole. Bin mir gerade nicht sicher, wer das war. Warte mal, wer ist eigentlich nochmal... Du bist Weg hier gewesen. Du kommst durch die Klapptür an der Rückseite des Gebäudes raus. Das freut mich. Da würde ich kurz mal hier die Tür aufmachen. Dann muss ich wahrscheinlich mit dir sprechen. Wege sagt, du darfst passieren. Das ist nett von ihm. Von dem Weg hier. Da gehen wir doch mal hoch. Und wo kommen wir jetzt wieder raus? Ach, irgendwo mitten im Feld. Ich verstehe. Und das ist nur zur Abschreckung. Kommt der hier irgendwie da wieder raus? Genau, ich würde mich ganz gerne trotzdem den Kram versuchen mitzunehmen, den wir noch da haben. Gespeichert. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht direkt wieder runter, deswegen habe ich auch gespeichert. Ach, okay. Man darf nicht über diese Dinger drüber laufen. Okay. Ja, gut, dann kriegen wir es wohl nicht hin. Was haben wir denn da? Wir haben Vorschlaghammer, wir haben ein Seil und was war das dritte? Es gibt nichts drittes. Können wir, warte mal, jetzt will ich kurz mal gucken. Wenn wir ganz oben lang laufen, ist das ein Problem? Ah ja, offenbar nicht. Sehr schön. Dann hätte ich gerne mal die Küsten geplündert. Nichts. Na super. Dann nehme ich den Vorschlaghammer mit, insofern es noch in meinem, Tragefähigkeiten ist. Ist es aber nicht. Kiste Nummer 2 ist auch leer. Es ist offensichtlich eine Falle. Interessant. Und Kiste Nummer 3 ist ebenfalls leer. Nun gut, dann würde ich sagen, durch das Seilwesens mit. Auch das ist zu schwer. Aber Suri kommt. Ich würde gerne etwas tauschen mit dir. Ich glaube, ich könnte dir wieder 2 Schaufeln geben. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und hier so ein Polizeischlagstock. Und diverse Messer, die werde ich mal gleich versuchen zu verkaufen, unter anderem. Wo sind denn die beiden Schaufeln jetzt hin? Da sind hier 2 Schaufeln. 865, so, kann ich noch irgendwas geben? Guck mal, das Brecheisen kannst du erstmal haben. 28 Pfund, dann gebe ich den Speer noch für 32 Pfund. Das tauschen wir mal, du bist mein kleiner Muli. So, wunderbar.
Das wär's erstmal. Und wir werden uns den Vorschlaghammer nehmen und das Teil. Und jetzt hier außen lang gehen. Möglicherweise meidet Tobias mittlerweile jetzt auch die Stellen, da er weiß, dass es eine Falle ist. Wo er weiß, dass er einbricht und geht deswegen am Rand lang, wo es in der Regel etwas stabiler ist. So. Ich bin mal gespannt, wie die, wie der Herr von Modok speichern, darauf reagiert jetzt. Auf den Brief. Und ich weiß nicht, was drin steht. Entweder steht sowas drin wie, gebt uns all euren Kram, sonst kriegt ihr kein Wasser mehr. Oh, wer ist denn jetzt da? Ah, schon wieder Heuschrecken. Ja, die hatten wir schon mal. 6 Stück an der Zahl, erneut. Ich stehe auch wirklich genau so da, dass ich alle anderen noch erwischen würde, also meine Freunde noch. 76%. Ja, gut. Müssen wir nehmen. Getroffen, immerhin für 9. Ich beende den Zug. Die Heuschrecke geht natürlich auf mich los. Die anderen Heuschrecke geht auf Sulik los. Und Vic wird irgendwas dazwischen machen. Mein Ziel ist erstmal, so viele Heuschrecken wie möglich zu töten. Das wäre Nummer 1. Bevor ich jetzt noch große irgendwelche anderen Dinge mache. Oder erstmal muss ich nachladen, das ist schon mal klar. Und im Großen und Ganzen kann ich momentan nicht viel mehr machen. Ich gehe mal kurz mal hier hin. Weil ich eh davon ausgehe, dass die mich angreifen werden. Was sie aber nicht tun. Sie greifen alle Sulik an. Was mir die Möglichkeit gibt zumindest, jetzt ganz gezielt zum Beispiel auf dich zu schießen. 95%. Und zwar am Greiffuß. Ich treffe eine andere dafür, ist auch in Ordnung. Lade wieder nach. Okay. Ja, Suli kriegt relativ viel Schaden. Obwohl sie auch recht oft verfehlt, muss man fairerweise sagen. Die eine Gottesanbeterin ist jetzt weggekickt worden. Mit etwas Glück kann ich dich doch mal schön anschießen. Und zwar ebenfalls am Greiffuß. Gottesanbeterin wurde am Greiffuß getroffen. Sehr schön. Vic trifft natürlich nicht. Ich muss mal ein bisschen darauf achten, dass ich keine meiner Kameraden noch treffe. Ja, du greifst natürlich mich an, ist klar. 4 Gottesanbeterinnen sind noch am Leben. Ich kann nochmal auf dich schießen. Diesmal an den Beinen. Was dich auch direkt tötet. Sehr schön. Da waren es nur noch 3. Die Hälfte sind schon tot und es, ich glaube, Sulik geht es mittlerweile auch nicht mehr so richtig gut. Ah, es sind noch 4, fällt mir gerade so auf. Okay, ich schieß mal der Gottesanbeterin in den Kopf. Oder versuch's zumindest. 62%ige Chance und ich. Oh, kritische Treffer, 17. Schadenspunkte, sehr gut. Vic hilft nicht. Okay, Sulik. Das war jetzt. Stirb Sulik bald mal. Aber es ist eine weitere Gottesanbeterin. Ist ah, nicht gestorben, schade. Einmal auf die schießen. Vielleicht geht er ein bisschen auf mich los. Oder auf Vic. Ist auch in Ordnung. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Gut. Vic hat es nicht geschafft. Vic hat es nicht geschafft. Sulik hat es nicht geschafft. Das ist sehr schade. Deswegen lade ich das Ganze mal. Und ja, wir müssen das Ganze nochmal neu angehen. Obwohl Gottesanbeterin für uns tatsächlich noch handelbar sind, eigentlich. Aber das war jetzt einfach. Da hat Sulik so viel Schaden genommen. Griff ins Klo. Nein, bitte noch nicht. Stadtbrunnen, Hauptstraße, Pension. Nein, ich will die ganze Hauptstraße. Das müsste sein. Dann sollte ich vielleicht mal warten. Ich werde dich kurz mal übrigens anschauen, wie du eigentlich aussiehst. Unverletzt, alles gut. Aber ich würde ganz gerne bis zum nächsten Morgen dennoch warten. Weil es einfach unhöflich ist, Leute mitten in der Nacht irgendwie rauszuholen aus dem Bett und anzusprechen. So, ich speichere das Ganze kurz mal und gehe zum General Store. Guten Tag. Da bist du ja wieder. Was hast du über die Farm erfahren? Ja, ich habe eine Nachricht für dich vom Anführer der Schlacken. Wer sind denn die Schlacken? Was ist das? Ja, Joe öffnet und liest die Nachricht. Das ist ja unglaublich. Die haben die ganze Zeit unter der Erde gelebt. Sie sagen, sie würden Lebensmittel gegen Medizin und anderes eintauschen. Ich weiß nicht, ob man denen trauen kann. Die haben schließlich Karl und die anderen umgebracht. Was meinst du?
Die ganzen Leichen sind Schwindel, nur mit Brahmin-Innereien bedeckte Puppen. Die wollten nur nicht, dass sie ihre Ernte klaut. Ich habe Carl in Den gefunden. Er ist abgehauen, weil ihm keiner die Geschichte mit den Geistern glauben wollte und er Angst hatte. Schockiert. In Den? Ich glaube, wir waren wohl ein bisschen hart mit ihm. Ich kann mir vorstellen, was er auf der Geisterfarm durchgemacht hat und keiner glaubte ihm. Du sagst, er ist jetzt ein Säufer in Den? Wenn du ihm mitteilen könntest, dass wir ihm glauben, dass er heimkommen soll, wäre ich sehr dankbar. Ah ja, wunderbar. Ich habe auch herausgefunden, dass die ganzen Leichen um die Farm herum nur Schwindel sind. Puppen mit Brahmin-Eingeweiden. Schwindel? Unmöglich. Ich habe selber gesehen. Blut und Gedärm überall. Aber es ist wohl möglich. Wir haben nicht, ich meine, naja, Joes Gesicht wird tiefrot. Wir haben alle den Schweif eingezogen und die Beine in die Hand genommen, als wir die Leichen sahen. Keiner hat sich getraut, die Leichen tatsächlich zu untersuchen. Haben sich gerade allen Ernstes davor gescheut, Schwanz zu sagen. Wir haben die Schwanz eingekniffen und sind durchgegangen. Das ist nicht euer Ernst, ne? Egal. Wirst du mit dem Anführer der Schlacken reden? Oh ja. Ja, ich glaube, die Schlacken und die Leute von MODOK könnten zu einem für beide Seiten nützlichen Abkommen gelangen. Danke, dass du MODOK gerettet hast. Ja, da war auch die Sache mit meiner Belohnung. Du wolltest mir sagen, wo das heilige Gag ist. Wird etwas verlegen. Naja, weißt du, ich weiß eigentlich nichts über dieses heilige Gag-Zeugs, das du suchst. Du musst verstehen, wir waren verzweifelt, aber ich kenne einen Ort, der heißt Gecko. Liegt irgendwo östlich von hier. Wenn ich wetten müsste, würde ich darauf setzen, dass sich dein Gag-Ding dort befindet. Hey, um dir zu zeigen, dass wir ein Herz haben, nimm dir, was du brauchst, aus meinem Laden, als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ich bin sicher, alle anderen Einwohner sind dir ebenso dankbar. Danke, du hast uns alle gerettet. Ja, tschüss. Was kann ich denn in deinen Laden bekommen, was ich nicht eh schon geklaut habe? Leuchtraketen, ja, komm. Du könntest wenigstens den Sprengstoff jetzt mal geben, das wäre nämlich sehr angenehm. Was machst du da? Ehrlich, ich will was aus deinem Laden nehmen, denke ich. Willst du mich verarschen? Nimm dir, was du brauchst aus meinem Laden. Ich will was aus deinem Laden nehmen? Nö, hier, komm, was machst du denn hier? Hallo? Du hast nicht zufällig eine goldene Uhr gesehen. Was? Willst du ein Klugscheißer sein oder was? Jeder ja weiß, dass der alte Cornelius seine goldene Uhr, Taschenuhr verloren hat. Ich musste für ihn sogar das Haus seines besten Freundes durchsuchen. Wenn du keine Schwierigkeiten willst, steckst du deine Nase nicht da rein. Ich würde gerne mal tauschen und rausfinden, ob du wirklich zum Beispiel einen Sprengstoff jetzt mal gibst. Bieten. Nein, ein Angebot ist nicht gut genug. Ja, ganz toll. Vielen Dank, dass ich alles aus deinem Laden nehmen darf. Yeah, was kostet eigentlich so ein Vorschlaghammer? 120, okay. Ich glaube, ich werde gerade... Das Bild? 300? Uiuiui. Ich glaube, das Bild werde ich jetzt gleich eintauschen. Weil ich einfach den Kram jetzt gleich brauche, also den Sprengstoff, damit ich weiterkommen kann in Sachen Uhr. Ich werde mal kurz schauen, reden einmal, ob ich... Ende. Wie machen wir es denn? Ja, machen wir es mal so. Doch, ganz kurz. Tauschen. Ich werde erstmal versuchen, den Sprengstoff zu bekommen. Eins, genau. Dann gebe ich dir den Vorschlaghammer dafür. Und das Ding gebe ich dir. Und ein Seil gebe ich dir. Und was haben wir noch hier? Den Matschapfel vielleicht später. Das Wurfmesser. Alle fünf Messer habe ich. 745, das ist schon mal nicht schlecht. Noch irgendwas, was ich nicht unbedingt brauche. Hier, nimm drei Bier, bitte. 760 immerhin schon. Okay, den Rest werde ich dir dann so geben müssen. 760, das heißt, ich muss... Oder, Geld ist, glaube ich, ganz unten. Nochmal 240, beziehungsweise 400... Ist das 38? Oder ich nehme auf, dass es einfach nur 30 ist. Warte mal. Nee, 240 und 230 zusammen sind 470. Genau, das sollte so hinhauen. Das biete ich dir erst. Mein Angebot ist nicht gut genug, was? 1230, 1200... Das ist wirklich 38, oder? Na gut. Warte mal, habe ich hier noch ein paar Matschfrüchte, die ich dir noch geben kann? 1240. Ja, ich habe gerne zwei Münzen zurück, bitte. Genau, jetzt müsstest du dir bieten. Das ist ein guter Tausch, ne? Das sagst du. Ich hätte aber ganz gerne gleich noch ein bisschen Geld zurück, aber das machen wir gleich. Wir reden nochmal. Gern geschehen, sehe ich später. Alter Sack. Lass so, mein Freund. Wollen. Ich würde gerne mit dir tauschen. Du gibst mir erstmal so viele Schaufeln, wie du mir geben kannst. Dann tauscht man das. So wie kannst du leider nicht tragen. Okay, dann tauschen wir eine Schaufel weniger. Ich kann leider nicht so viel tragen. Dann tauscht man noch eine Schaufel weniger. Okay, vier Schaufeln. Dankeschön.
Das wär's erstmal, denn ich möchte ganz gerne mein Geld möglichst zurückhaben, denn Bargeld zu haben ist mal eine feine Sache. Was kriege ich denn für eine Schaufel? Habe ich echt gesagt vergessen. Das müsste schon im dreistelligen Bereich sein. Eine. Wow. Das ist gar nicht mal so viel. Das sind gerade mal 60. Und 60 ist nicht viel. Was ist das? Das ist einfach nur Nuka-Cola, kann man ruhig behalten. Schnaps. Ja, gut. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber schön, dass wir es haben. Wir haben ein Messer noch. Wir haben hier diese komischen beiden Ekelgeckos. Wir haben unseren Speer, den ich eigentlich groß verwenden sollte. Gut, dann kriegen wir meinen 100 zurück schon mal. Den Rest werden wir uns auf jeden Fall noch holen. Dankeschön. Bieten. Also die Schaufeln doch gar nicht mal so wertvoll, wie ich dachte. Reden. Dann würde ich sagen, nee, komm, dann mach es noch fertig. In der Folge haben wir eh nichts mehr groß zu Lass tun. du wollen. Ja, ich will gerne noch was tauschen und zwar alles, was du sonst noch so hast. Du hast noch zwei Schaufeln. Jawohl. Achso. Beide Schaufeln, das Brecheisen, das Teil und vielleicht will er das Holz auch noch haben. Das tauschen wir einfach mal. Die Stiefel kannst du behalten. Wer weiß, wofür wir den noch gebrauchen können. Okay, das wär's erstmal. Und wir kommen wieder zum Tauschgeschäft. Hallo. So, willst du Holz haben? Eigentlich nicht, aber ist egal. Kannst du trotzdem jetzt haben. Das da kannst du haben. Das da und das da. Das sind wir bei 175. Immerhin. So, den Rest. Obwohl. Du kannst auch noch. Eigentlich alle davon haben, weil die brauche ich im Prinzip niemals. 525, das ist ein bisschen viel. Weil du hast noch 368. Dann würde ich gern mal vier davon zurücknehmen. 368, dann nochmal eine. 350, na gut. Dann 18 wieder weg. Und bieten. Gut, dann hast du also im Prinzip 18 Münzen von mir bekommen und ich habe dafür einen Sprengstoff von dir bekommen. Das ist doch, zumindest ein Versuch. In Ordnung. Gern geschehen. Wir sehen dich später. Ja, und zuletzt speichern. Bin ich ein Level aufgestiegen? Und das möchte ich natürlich gerne jetzt ausnutzen. Ich drücke auf Figur, kann einen neuen Bonus wählen. Wunderbar. Das heißt, die Folge ist jetzt im Prinzip rum, weil ich jetzt die restliche Zeit Boni mir anschauen möchte. Denn das ist mal wieder ein hier. Adrenalinstoß. Mit diesem Bonus gewinnst du einen Stärkepunkt, wenn du unter der Hälfte deiner maximalen Trefferpunkte fällst. Ach nee, anziehende Persönlichkeit passt nicht zu Tobias. Bewusstsein, das passt ganz gut. Mit Bewusstsein bekommst du genaue Informationen über jede Kreatur, die du untersuchst. Du siehst ihre genauen Trefferpunkte sowie ihre Angaben zu allen Waffen, die sie bei sich trägt. Das halte ich für eine ziemlich gute Idee. Passt sehr gut zu Tobias. Er ist ein sehr aufmerksamer Beobachter. Bonusbewegung. Für jede Stufe der Bonusbewegung erhältst du pro Zug zwei Aktionspunkte umsonst, die nur für Bewegung eingesetzt werden können. Ach ja, ich erinnere mich. Bonusverletzung mit Waffen. Deine Ausbildung an Feuerwaffen und anderen Distanzwaffen hat sich zu einem tödlichen Waffenkämpfer gemacht. Für jede Stufe dieses Bonus erhältst du plus zwei Trefferpunkte mit Distanzwaffen dazu. Ach nee. Gebildet würde passen. Durch deine Adern fließt die Diebes. Oh, Dieben, okay. Durch deine Adern fließt Diebesblut. Mit dem Diebesbonus erhältst du einen einmaligen Bonus von 10% zu deinen Fähigkeiten Schleichen, Öffnen, Stehlen und Fallen. Ein vielseitiger Dieb lebt länger. Kann man sich überlegen, aber ist noch nicht das Erste, was ich machen würde für Tobias, aber gebildet würde ich machen. Jeder Level von gebildet gibt dir plus zwei Fähigkeitspunkte, wenn du eine neue Erfahrungsebene bewältigst. Dieser Bonus funktioniert am besten, wenn du ihn schon zu einem frühen Zeitpunkt deines Abenteuers kaufst. Okay. Gute Auffassungsgabe. Mit diesem Bonus hast du tatsächlich eine gute Auffassungsgabe, da du mit jedem Level weitere 5% bekommst, wenn du Erfahrungspunkte sammelst. Hiervon machst du am besten schon früh Gebrauch. Ja, dieser ganzen Kram halt so ein bisschen auf dem Kampf im Mogeln. Oder beziehungsweise, das ist entweder lohnt es immer nicht so richtig. Also diese Boni man bekommt mit der Zeit immer mehr, sind in der Regel entweder nicht besonders gut ausbalanciert oder sie sind einfach, also in die eine oder andere Richtung. Entweder sind sie viel zu mächtig oder viel zu schwach. Deswegen scheue ich mal vor sowas zurück, wenn ich ganz ehrlich bin. Was? Hefha? Oder Heave-Ho? Mit jedem Bo Level des Bonus Heave-Ho erhältst du weitere plus 2 Stärke bis zu 10 hinzu, um die Distanz von Wurfwaffen fe feststellen zu können. Nee, das ist Quatsch. Hier und jetzt, mit diesem Bonus erhältst du automatisch ein Erfahrungslevel hinzu. Nett. Kamasutra-Meister ist er mit Sicherheit nicht. Nachtsicht auch nicht. Packratte auch nicht unbedingt. Ranger passt nicht. Schlangenfresser auch nicht. Schnelle Erholung? Ja, ach naja. Schnelle Reaktion. Schönredner? Nein. Taschenkünstler. Du kannst deine Ausrüstung jetzt besser packen. Es kostet dich nur zwei Aktionspunkte im Kampf, da in die Tasche reinzugucken. Interessant. Vorsichtig. Du bist im Freien wachsamer und Feinde können dich nicht so leicht an dich ranschleichen. Mit diesem Bonus bekommst du plus 3 zu deiner Wahrnehmung und Zufallsbegegnungen hinzu, wenn du die Platzierung festlegst. Ah ja. Und zusätzliche Kriterien. Mit diesem Bonus ist die Wahrscheinlichkeit, kritischer Treffer bei einem Angriff zu erzielen, erhöht. Mit jedem Level zusätzliche Kriterien, kritischer Treffer höchstens,
nicht Kriterien, erhöhst du deine Chance, um einen kritischen Treffer zu erlanden um 5%. Also ich habe, glaube ich, schon eine erhöhte Chance, aber 5% hier ist manchmal auch nicht schlecht. Aber ich finde tatsächlich, Bewusstsein halte ich für eine gute Idee, weil das passt einfach zu ihm. Ja. Nehmen wir das. Das kann man alles nicht erhöhen. Wir hätten wieder 21 Fähigkeitspunkte. Wo sind wir denn? Ich würde, glaube ich, ganz gerne ja Energiewaffen nochmal kurz etwas erhöhen, wenigstens. Auf 45. Oder lass doch mal 50 machen. Da habe ich zumindest einen Wert, mit dem ich nicht ganz unglücklich bin. Und den Rest in Wissenschaft und Reparieren reinpacken. In Wissenschaft ganz gerne will ich ganz gerne auf, na, sagen wir mal, ja, 86 packen, denn ich hoffe, dass ich vielleicht noch irgendwelche Wissenschaftsmagazine finde, wo ich noch irgendwas lernen kann. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen, oder vorhin einen Kommentar gelesen, der da sagt, dass ich mit Magazinen und Büchern und sowas Fähigkeiten nicht über 100 steigern kann. Deswegen würde ich ganz gerne versuchen, unter 100 zu bleiben, um ein paar Punkte zu sparen. Reparieren, gehe ich jetzt einmal die restlichen Punkte mit rein, bin jetzt bei 84 und habe damit eigentlich schon einen relativ guten Wert. Ich sage, okay, speichere das Ganze. Und würde mich in der nächsten Folge einfach mal nochmal zurückbegeben in die Schlacke-Stadt und rausfinden, ob das jetzt alles gut funktioniert hat, ob wir jetzt einen guten Handel sozusagen einschlagen konnten oder ob ich vielleicht noch diese Wasserpumpe reparieren muss. Wissen wir alles nicht. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.